Hey Leute, ich bin's wieder, euer Happy Gamer 5. Und das Video hier soll verschiedenen Dingen gewidmet sein. Als ersten Punkt will ich mich bedanken bei jetzt sage und schreibe 300 Abonnenten. Wirklich ein fettes Dankeschön an all meine Abonnenten, an all meine Freunde, an all die, die meine Videos immer kommentieren und gucken. Macht echt Spaß und macht weiter so. Ja, dann will ich noch ein paar ganz besonders grüßen. Das mache ich jetzt direkt am Anfang. Und zwar will ich grüßen den GameKing01, mit dem ich ja auch ClickGaming im Moment mache, was jetzt auch so langsam anläuft, ClickGamingTV. Und zwar sind wir da jetzt auch schon so ein bisschen gesponsert worden von YouTube. Ein Video, und zwar dieses PSP2-Video wird jetzt auch schon gesponsert von YouTube. Sprich, wenn man oben in der YouTube-Suchleiste zum Beispiel ClickGaming oder PSP2-Review eingibt, kommt da direkt unser Video rechts in der Leiste, und zwar unter vorgestellte Videos. Ja, dann zum eigentlichen Video jetzt. Und zwar haben mich jetzt schon einige gefragt, wie denn Mac so ist. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Video. Und ja, jetzt will ich das hier mal ein bisschen erläutern, wie das Spiel so ist, wie das Spielprinzip ist, wie das Ganze so funktioniert mit den 256 Spielern, ob es Spaß macht, wie die Grafik ist und ob ich es empfehlen kann. Ja. Es soll jetzt kein richtiges Review sein, sondern eher so ein Fazit. Und ja, ich fange einfach mal an. Wie schon gesagt, Mac ist ein reines Online-Multiplayer-Spiel, hat keinen Singleplayer, ist wirklich nur online spielbar mit dem PlayStation Network, ist auch ein Exklusivtitel. Und die Grafik beeindruckt jetzt nicht so, aber darauf legt das Spiel auch eigentlich gar keinen Wert, sondern ja, das Spiel ist sehr auf Taktik ausgelegt, wie kaum anderer Ego-Shooter. Man muss wirklich im Squad zusammenarbeiten, um verschiedene Online-Ziele zu erreichen. Sei es jetzt so ein Eroberungsmodus, der da Herrschaft genannt wird, oder ein klassisches Team Deathmatch, und was gibt's noch? Ja, so wo man Fahrzeuge erobern muss und die dann beschützen muss. Also gibt's relativ viele Spielmodis, die allesamt Spaß machen und die allesamt auf die Taktik ausgelegt sind. Und ja, die Karten sind relativ groß, größer als in Battlefield Bad Company 2, und da sind sie ja schon sehr groß. Aber die Karten sind so angelegt, dass es immer wieder so Knotenpunkte gibt, in denen sich die Spieler treffen und in denen es halt dann Gefechte gibt. Spawn-System funktioniert gut, man kann sich aussuchen, wo man spawnt. Und ja, wie auch schon gesagt, die Grafik ist jetzt nicht so doll, aber macht trotzdem Spaß. Vor allen Dingen, wenn man ein Headset hat, kann man sich da schön absprechen und dann die verschiedenen, ja, Missionen online erfüllen. Was gibt's noch zu sagen zu Mac? Ja, Mac, da muss man davor, bevor man loslegen kann, muss man erstmal ein Team sozusagen auswählen. Es gibt drei oder vier verschiedene Teams, die allesamt verschiedene Stärken und Schwächen haben, allesamt verschiedene Waffen, und man kann das Team nicht mehr wechseln. Erst wenn man, glaube ich, Level 70 erreicht hat, kann man das Team dann wieder wechseln, aber bis man Level 70 ist, vergeht schon eine ganz schöne Zeit. Und ist wirklich
ein geiles Spiel. Macht vor allen Dingen mit Leuten, die Headsets haben, Spaß. Wegen der Taktik. Und ist wirklich ein klasse PS3-Shooter. Macht Spaß, kann ich echt nur weiterempfehlen. Und wenn ihr auf der Suche nach einem taktisch angelegten PlayStation 3 Shooter seid, macht ihr mit Mac auf keinen Fall was verkehrt. Hat mich echt beeindruckt. Gibt halt auch wieder dieses klassische Ranking-System. Und ja, der Name sagt halt, dass man im Rang aufsteigen kann. Wie auch schon gesagt, 70 Level. Und da ist man schon einige Zeit eingespannt, wenn man Level 70 erreichen will. Gibt verschiedene Waffen, die man ja sozusagen upgraden kann mit Rotpunkt, mit Visieren oder Granatwerfern und all solchen Sachen. Kann auch seine Teamkameraden wiederbeleben oder heilen. Und macht wirklich Spaß, kann ich euch empfehlen. Ja, das war's dann eigentlich. Ich wollte ja mit dem Video nur so ein paar Gedanken zu Mac loswerden, da ihr mich das ja in dem Mac Unpacking gefragt habt, wie das Spiel so ist, habe ich mir jetzt halt jemand, habe ich die Fragen hiermit beantwortet. Dann, wie gesagt, danke an 300 Abonnenten. Abonniert mich bitte weiter so fleißig. Macht echt Spaß. Kommentiert die Videos. Und dann würde ich sagen, haut rein. Und ja, lasst wieder einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao, Leute.